Hallo, einen recht schönen guten Tag. Herzlich willkommen auf dem Kanal Typisch Usbekisch, liebe Freunde, liebe Besucher und verehrte Abonnenten unseres Kanals. In unserem heutigen Video geht es um das Hauptgericht der kasachischen Küche, Et Asse. Et Asse wird übersetzt als gekochtes Fleisch mit Teigstücken. Et heißt auf Kasachisch Fleisch. Warum wir über das kasachische Gericht bei typisch Usbekisch erzählen, denn in Usbekistan leben mehr als 1,5 Millionen Kasachen. Das ist eine große Ethnie in Usbekistan. Sie wissen, Usbekistan ist ein multinationaler Staat und es gibt hier neben Usbeken auch sehr viele andere Ethnien. Dieses Gericht werde ich probieren im Restaurant Azeke in Taschkent in der Kacharstraße oder ehemalige Savatskaya Straße, ein sehr bekanntes Restaurant. In diesem Restaurant gibt es einen großen Hauptsaal und es gibt auch kleinere Säle und auch Separés. Hier wird dieses traditionelle kasachische Gericht Et Asse auf typisch kasachische Art und Weise gemacht. Dieses Gericht ist noch in Usbekistan, in Kasachstan und in Kirgisistan unter dem Namen Beshbarmak oder Besbarmak bekannt, aber das ist eigentlich nicht der richtige Name, denn Besbarmak ist eher klein oder fein geschnittenes Fleisch mit handgeschnittenen Nudeln. Und es ist ein bisschen anderes Gericht, aber die Zutaten sind sehr ähnlich, deswegen im Volksmund ist Et Asse eher als Besbarmak bekannt. Im Restaurant Azeke bekommen Sie als Vorspeise Bauursak. Bauursak ist auch traditionelles kasachisches nationales Gebäck. Das ist einfach Teigstücken im Öl frittiert und danach kommt die Hauptspeise Besbarmak. Da sind die Teigblätter gekocht im Wasser, wo auch vorhin in so einer Brühe, wo auch vorhin Fleisch, entweder Kamelfleisch oder Pferdfleisch oder Lammfleisch gekocht worden ist, und dort werden diese Teigstücke gekocht und drauf kommt dann das Fleisch und es wird alles serviert mit einer Suppe, die mit noch Kefir angereichert ist. Hier haben wir 4 Erwachsene 2 Portionen bestellt und es kostete uns 176.000 Sum. Ein US-Dollar ist heute gleich 9.700 Sum. Es gibt auch viele verschiedene Variationen von Beshbarmak in Usbekistan, in Taschkent, besonders im Taschkenter Gebiet, wo viele Kasachen nach wie vor wohnhaft sind. Et Asse ist aber ein traditioneller Name von diesem Gericht in Kasachstan, und in Taschkent ist es auch sehr, sehr verbreitet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.